Abend und euch allen ganz herzlich willkommen zum Livestream Satsang Yoga Vidya Westerwald. Schön, dass ihr da seid. Wir werden einen sehr schönen Satsang haben. Mein Name ist Swami Divyananda, ich bin die Leiterin des Hauses Yoga Vidya Westerwald. Und wir haben hier Swami Tatvarupananda. Er wird jetzt gleich etwas rezitieren und uns dann in die Meditation führen. Indro Vriddhashrava Sustina Pusha Vishwaveda Sustina Starkshu Aristanemihi Sustino Brihaspatir Dadhatu Om Shanti 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 Om Freedom, Freedom, Freedom. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tattvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva kevalam hartasi, Tvameva sarvam khalvitam brahmasi, Tvam sakshadatmasi nityam, Pritam vachmi, satyam vachmi, avatumma, avavaktaram, avashrotaram, avadhataram, Avadhataram Avanuchanam Avashishyam Avapaschata Ata Avapurata Ata Avotarata Ata Avadakshinata Ata Avachordvata Ata Avadharata Ata Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tum Vāngmayah Tum Chinmayah Tum Anandamayah Tum Brahmamayah Tum Satchitānanda Dvitiyosi Tum Pratyaksham Brahmasi Tum Jnānamayo Vijñānamayosi Sarvam Jagatitam Totto Jāyate Sarvam Jagatitam Totto Tishtati Sarvam jagatidam toyi layameshyati. Sarvam jagatidam toyi pratyeti. Tum bhumirapo nalo nilo nabaha. Tum chattvariva akpadani. Tum gunatrayatitaha. Tum avastatrayatitaha. Tum dehatrayatitaha. Tum kalatraya ditaha, tum muladharatitosi nityam, tum chaktitrayatmakaha, tuam yogino dhyayanti nityam, tum brahmatvam vishnutvam rudratvam indratvam aknitvam vayutvam suryatvam chandramatvam brahma bhurbhuvasuvaro. Ganadi im purva mucharya varnadi im tadanantaram
anuswara parataraha ardhe entulasitam tarena riddham edattava manuswarupam gagara purvarupam akaro madhyamarupam anuswarascha antyarupam binduruttararupam nadasandhanam sagunkita sandhihe saisha ganesha vidya ganagarishihe nijirgayatri chandaha ganapatir devata om ganapataye namaha ekadantaya vidmahe vakratundaya dhimahi tanno dantih prachodayat ekadantam chaturhattam pashamankushadharinam ratam cha varatam hastair bibranam mushakadvajam rattam lambodaram shurpakarnakam raktavasasam rakta gandhanu littangam rakta pushpai supujitam bhaktanukampinam devam jagatkaranamachyutam avirbhutam cha drishtyado prakrite e purushatparam evam dhyayanti yo nityam sayogi yoginam varaha namo vratapataye namo ganapataye nama pramathapataye namaste astulam podaraye gadantaya vikna vinashine shivasutaya varatamurtaye namaha edadadarva shirsham yojite tabrahma bhuyaya kalpate sasarva vikne erna bhadyate sasarvatra sukhamedhate sapanchamaha papa at pramuchyate sayamadhiyano divasakritam papam nashayati pradaradhiyano ratrikritam papam nashayati sayam pradaprayunchano papo pabho bhavati sarvatradhiyano bhavikno bhavati dharmartha kama mokshancha vintati idamadarvashirshamashishyayana deyam yoyati mokhat dasyati tapapiyan bhavati sahastravartanatyam yam kama madhite tam tamanena sadhayet anena ganavati mavishinchati tavakni bhavati chaturtya manashnan japati savidyavan bhavati ityadharvana vakyam brahmatyavaranam vidyanabhiveti katachaneti yo durvangurair yajati savaishravanopamo bhavati yo lajair yajati sayashovan bhavati samedhavan bhavati yo motaka sahasrena yajati savanchita palamavapnoti yasajasamidhir yajati tasarvam labhate tasarvam labhate ashto brahmanan samyagrahayitva suryavarchasvi bhavati suryagrahe mahanadhyam pratimasannidhau vajaptva siddhamantro bhavati mahavigna atpramuchyate mahadosha atpramuchyate mahapratyavaya atpramuchyate tasarvavid bhavati tasarvavid bhavati ya evam veda ityupanishat om shanti shanti shanti. We begin our short meditation. Wir beginnen unsere kurze Meditation. Sit comfortably. Sitze bequem.
the back straight and put the hands in Chin Mudra and place over your knees. Den Rücken gerade und die Hände in Chin Mudra über deinen Knien. Gently close your eyes. Schließe langsam deine Augen. Bring your mind to the breathing. Focus the mind upon the breathing. Und bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Take a few deep inhalation and long exhalation. Nimm ein paar tiefe Atemzüge, tiefer einatmen und tiefer ausatmen. Try to bring your mind completely into the meditation process. Versuche deinen Geist auch wirklich in diesen Meditationsprozess hineinzunehmen. Today's meditation we do upon a Mahavakya called Aham Brahmasmi. Diese Meditation wird über eines der Mahavakyas sein, Aham Brahmasmi. Aham, I. Aham, ich. Brahma means the ultimate truth. Brahma heißt die ultimative Wahrheit oder Realität. Asi means am. I am that ultimate truth. Asi heißt sein. Ich bin diese eine ultimative Realität, Wahrheit. That ultimate truth is the cause for this entire universe. Und diese ultimative Wahrheit ist der Grund für das ganze Universum. Let us start from this body. Lasst uns bei diesem Körper beginnen. I'm intimately connected to this body. Ich bin auf sehr nahe Weise mit diesem Körper verbunden. Till now I felt I am this body. Bis jetzt habe ich gespürt, ich bin dieser Körper. Once I really analyze my true nature. Wenn ich aber meine wahre Natur analysiere oder diese analysiert habe, I come to know that this body is known to me. Komme ich zu dieser Erkenntnis, dass der Körper mir bekannt ist. I have a body, but I am not the body. Ich habe einen Körper, aber ich bin nicht der Körper. Since I can objectify the body, da ich den Körper objektifizieren kann, whatever I objectify is not me. Erkenne ich, was auch immer ich beobachten kann, objektifizieren, das kann ich nicht sein. The I who can objectify this body. Das Ich, welches diesen Körper wahrnehmen kann, is not affected by the body's nature. Ist nicht betroffen von den Auswirkungen des physischen Körpers. From the body standpoint, I have limitations. Vom Standpunkt des Körpers ausgehend habe ich Limitierungen. Those limitations which have in my body, those limitations is not touching me. Diese Limitierungen, die in meinem Körper sind, berühren mich nicht. When I shift my attention from the physical body to my senses, wenn ich meine Aufmerksamkeit vom physischen Körper auf meine Sinne verlagere,
sensory level also I have certain limitations. Stelle ich fest, dass ich auf dieser Ebene auch bestimmte Begrenzungen habe. Those limitations doesn't have the capacity to limit me. Und diese Limitierungen haben nicht die Möglichkeit, mich einzuschränken. When I shift my attention from senses to the mind, und wenn ich meine Aufmerksamkeit verlagere von den Sinnen zum Geist, when I look into my mind, different types of thoughts are arising and subsiding. Dann werden verschiedene Gedanken in meinem Geist kommen und gehen. I have a tendency to identify with those thoughts. Und ich habe eine Tendenz, mich mit diesen Gedanken zu identifizieren. But even those thoughts are an object for me. Aber selbst diese Gedanken sind ein Objekt für mich. Means thoughts are known to me. Das bedeutet, dass mir Gedanken bekannt sind. Just like any other object. Mir sind die Gedanken bekannt, genauso wie jedes andere Objekt. When I shift my attention from mind to intellect, wenn ich meine Aufmerksamkeit vom Geist zum Intellekt verlagere, there is a tendency to identify with intellectual achievement. Da stelle ich fest, da gibt es eine Tendenz, sich zu identifizieren mit intellektuellen Errungenschaften. Even those intellectual capacity is known to me. Aber selbst diese Fähigkeiten sind mir bekannt. The body, senses, mind and intellect. Der Körper, die Sinne, der Geist und der Intellekt. All these things are known to me. All diese Dinge sind mir bekannt. The one who is aware of all these things. Derjenige, der sich all dieser Dinge bewusst ist, that is my original nature. Das ist meine ursprüngliche Natur. Meaning, that is the meaning of the word I. Bedeutung, das ist die Bedeutung des Wortes Ich. That I's nature is just awareness. Und die Natur dieses Ich ist Bewusstsein. That awareness is the meaning of the word Brahma. Und dieses Bewusstsein ist die Bedeutung des Wortes Brahman. Literal meaning of the word Brahman is big. Die wörtliche Bedeutung des Wortes Brahman ist groß. Meaning it is limitless and all pervading. Bedeutung, es ist unbegrenzt und ewig. It is not depending upon anything for its existence. Es hängt nicht von irgendetwas anderem ab, um zu existieren. That self-existent awareness is me right now. Dieses aus sich selbst heraus existierende Bewusstsein, das bin ich genau jetzt. When we say self-existent awareness,
Wenn wir sagen, aus sich selbst existierendes Bewusstsein, don't try to objectify that awareness. Probiere in dem Moment nicht, das Bewusstsein zu objektifizieren. That self-existent awareness is Aham Brahma Asmi. Das aus sich selbst heraus existierende Bewusstsein ist Aham Brahma Asmi. Just be with that thought for some time. Bleibe einfach mit diesem Gedanken für die nächsten paar Minuten. Krishna Krishna Mahayogin Bhakta Namabhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Samanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhakta Namabhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Samanaya Krishna Krishna Mahayogin
Bhakta Namabayam Kara Govinda Paramananda Sarvami Vashamanaya Om Shanti 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 Om Frieden 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 Om Namah Shivaya, euch noch einmal allen ganz herzlich willkommen zu diesem schönen Satsang bei Yoga Vidya Westerwald online. Ja, ich hoffe, ihr habt es euch zu Hause bequem gemacht mit ein bisschen Prasad und habt auch eine Kerze angezündet. Wir kommen jetzt zum Mantra singen. Wir singen das Jaya Ganesha, das ist im Kirtan-Buch, Seite 12 und die Nummer 2. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzusingen, kraftvoll und auch ein bisschen mitzutrommeln. Thank you.
Noch etwas singen. Sein wunderschönes Mantra. Ich habe jetzt ein weniger gutes Rhythmusgefühl, aber das ist absolut, es ist total egal. Es ist einfach so schön. Einfach mitsingen, einfach weiter singen. Es ist so schön und du lässt dich auch nicht irritieren, ja? Und ihr könnt alle mitsingen. Ja, es ist nicht im Kirtan-Buch zu finden. Es ist aber auch ganz einfach und ja, wirklich. Sehr schön, einige von euch kennen es ja auch schon. Kann auch getrommelt werden, gerasselt werden, lasst euch was einfallen. Gefühlt werden, gelacht und geweint werden. Thank you.
Om Namah Shivaya. Wir möchten gerne mit euch singen das Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize. Das ist die Nummer 53 im Kirtanheft. Und wir singen auch nur diese ersten 6 Worte. Den restlichen Text lassen wir dieses Mal noch weg. Und wir singen das gemeinsam. Ihr könnt dann einfach mit einsteigen. Mantra singen, die Nummer 612, die ersten 4 Zeilen. Singen wir auch gemeinsam. Wir legen mal los und ihr steigt dann einfach mit an.
Schönen guten Abend. Ich darf heute auch ein Mantra mit euch singen. Und zwar die Nummer 353 in Kirtanheft. Deva Deva Shivananda. Erst im Wechsel und dann noch gerne zusammen. Shabbat.
Oh, Hananya Rakshama, Divya Gan.
Om Namah Shivaya von Krishna Das. Oh, Namah Shivaya.
Göttliche Mutter anrufen, die können wir auch besonders jetzt gebrauchen, die Kraft der Ananda, der glückseligen Mutter, Jayma, Jayma, Jay Anandama. Sie steht im Kirtan, ist eigentlich sehr einfach. Ich glaube, das kriegen wir schnell hin. Thank you.
Jay Vataki, richtig. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Om Namah Shivaya. Wir freuen uns, dass Swami Tattva Upananda heute hier bei uns ist und er wird jetzt einen Vortrag geben. I'm going to tell a story. Ich werde eine Geschichte erzählen. One condition, you should not forget the story. Und es gibt eine Bedingung, ihr dürft die Geschichte nicht vergessen. There was a powerful king. Es gab einen sehr mächtigen König. He was very wealthy and healthy and handsome. Also der war irgendwie alles. Der war sehr reich, der war gesund und der war auch noch schön anzuschauen. Being a king, he had 4 wives. Und da er ein König war, hatte er 4 Frauen. But he was taking care of all of them very nicely. Aber er hat sich um alle 4 gut gekümmert. But even though he had 4 wives, he was really loved always. Be with the 4th wife. Aber obwohl er alle sehr gerne mochte, sich um alle gut gekümmert hat, mochte er es mehr, also er liebte es, mit der 4. Frau zusammen zu sein. Because she was young. Weil sie jung war. She was beautiful. Weil sie sehr schön war. Most of the time, whatever is need, she used to fulfill. Und die meiste Zeit, wenn er irgendwas benötigte, dann hat sie seine Bedürfnisse erfüllt. Sometime in rare occasion, she will not be able to fulfill. She was not able to fulfill his wants. Then he used to go to the 3rd wife. Und ab und zu war es so, dass sie aus irgendeinem Grund nicht fähig war, ihm seine Wünsche zu erfüllen. Und dann ist er zur 3. Frau gegangen. Das kam aber relativ selten vor. Sometimes the 3rd wife also is not able to fulfill his desires, then he used to go to 2nd wife. Und manchmal war es so, dass auch die 3. Frau nicht fähig war, seine Wünsche zu vollfüllen, und dann ist er dann zur 2. Frau gegangen. During his lifetime, whatever his needs and wants, fulfilled by 4th and 2nd wife. Also und während seiner ganzen Lebenszeit all das, was er so irgendwie so an Bedürfnissen hat, was er gebraucht hatte, wurde alles erfüllt durch die 4. Frau, durch die 3. und auch durch die 2. Frau. Even though he had a 1st wife, but there was no occasion for him to go towards her. Ja, obwohl er auch noch eine 1. Frau hatte, aber es gab nie einen Grund oder die Gelegenheit, zu ihr zu gehen. Therefore, as though he abandoned the 1st wife. Okay. Not really abandoned, but there was no occasion for him to go. Ja, und obwohl er irgendwo diese 1. Frau so aus seinem Gedächtnis gestrichen hat. As time passed. Als die Zeit weiter voranschritt. After a long time, you know, even though you are healthy, wealthy and handsome. Nach einer langen Zeit, selbst wenn du sehr wohl, ja, also alles hast, Wohlstand hast, gesund bist, reich bist, schön bist. Time will do his duty. Wird die Zeit ihre Pflicht tun. Then you can tell, when I was young, I was handsome. What about now? Ja, dann kannst du sagen, als ich jung war, da war ich sehr schön. Aber was bist du jetzt? Therefore, this powerful king also, as time passed, he also entered into the old age. Und nach einer gewissen Zeit, ne, dann trat der König in das nächste Lebensalter ein, nämlich das alte Lebensalter, vielleicht, so sagt man das, also älter werden. As in when we enter into old age, along with us, some friends also will
come along with us. Und wenn wir dann irgendwann in dieses ältere Lebensstadium eintreten, dann wird es auch Freunde geben, die genauso wie uns, wie wir sich dort befinden. Nowadays, those friends have a beautiful name. Ja, und diese Freunde haben heutzutage sehr schöne Namen. Sometimes some people say Corona. Ach so, okay. Also manche sagen, es gibt, die haben sehr schöne Namen, zum Beispiel Corona. Sometimes people say BP, blood pressure. Okay, also manche sagen Bluthochdruck. Therefore, along with, definitely, there will be some ailments will along with us, they will enter. As and when we enter into the old age. Also wir können sicher sein, dass irgendwas noch mit uns kommt, Freunde. Ja, wenn wir so in dieses bestimmte Lebensalter eintreten, dann sind wir nicht alleine. If you want to really enjoy your old age, you should learn how to cope with that. Ja, und wenn du wirklich so also dieses letzte Lebensstadium, ja, wenn du gut zurechtkommen willst, dann musst du auch irgendwie mit diesen Freunden zurechtkommen. Don't try to fight with them. Ja, versuch nicht gegen sie zu kämpfen. The moment you fight with them, they become strong. In dem Moment, in dem du versuchst, gegen sie zu kämpfen, werden sie stark sein. Therefore, when we reach old, when we ascend, when we grow, along with the age, we also should grow and get maturity. Ja, und es sollte so sein, wenn wir älter werden und älter werden, da sollte auch unsere, ja, da sollten wir auch mit diesem Alter noch erwachsener werden. If this maturity is not going to happen, old age will be the most terrible thing in our life. Wenn diese Form von Erwachsensein nicht geschieht, dann wird dieses letzte Lebensstadium des Alters, jetzt habe ich das richtige Wort endlich gefunden, also des Alters, das Allerschlimmste in unserem Leben sein. What do you mean by the maturity? Was meinst du jetzt aber, wenn ich sage, also was ist jetzt gemeint, wenn das Wort Erwachsensein hier ins Spiel gebracht wird? Maturity is nothing but certain natural thing, you should have the capacity to accept them without any murmuring. Ja, Erwachsensein heißt, bestimmte Dinge, die passieren, ganz natürliche Dinge, die geschehen, einfach nur zu akzeptieren, ohne darüber in Betrübnis zu geraten. I don't want to fight with them. Ja, also wir wollen damit nicht kämpfen. I accept them. I'm ready to accommodate them. Sondern wir wollen damit nicht kämpfen. Wir sind vielmehr, wollen wir sie integrieren. Swami Sivananda used to tell, I used to tell, this is not Swami Sivananda's telling, this is Swami Sivananda's mantra. Ja, Swami Sivananda hat gesagt, er hat noch nicht mal gesagt, sondern das war, was ich jetzt sagen werde, das ist Swami Sivanandas Mantra sogar gewesen. It's an English mantra. Es ist ein englisches Mantra. Adapt, adjust, accommodate. Also das auf Englisch, also passe dich an, adjust, also stelle dich ein, adjust, also so ein bisschen so eintunen auf eine bestimmte Situation, accommodate, die Dinge annehmen. This we have to remember every moment of our life. Und das sollten wir tatsächlich, an das sollten wir uns jeden Moment unseres Lebens erinnern. Because life is not that what our all the wish will fulfill our life. Understand? All what I want, life is going to fulfill. That is not the life. That's only a dream. Ja, denn Leben ist nicht das, dass alles, was ich mir wünsche, erfüllt ist. Das ist nicht erfüllt wird. Das ist nicht das Leben. Das ist nur ein Traum. Therefore, I should have the maturity, even if I am not able to fulfill certain wishes, I should able to accept that situation. Und deshalb sollte ich so dieses innere Erwachsensein besitzen, selbst dann, wenn mir bestimmte Wünsche nicht erfüllt werden, dass ich dann diese Situation, so wie sie ist, annehmen kann, akzeptieren kann. Once I have that capacity, that is called emotional maturity. Und sobald ich diese innere Fähigkeit in mir entwickelt habe, das ist dann emotionales Erwachsensein. Stand all my emotional limitation. I'm ready to accept it. I don't want to fight with them. I don't want to really fight with them and I want to win. I want to be successful. These all idea everybody have, no? Ja, so die Menschen haben diese Idee von, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte
gewinnen, aber ja, wenn es nicht so klappt, dann geht es darum, es zu akzeptieren. All the time I want to be the best. Yeah. I want to be the successful. Ich möchte zu jeder Zeit der Beste sein, ich möchte zu jeder Zeit erfolgreich oder erfolgreichste oder die erfolgreichste sein. Always remember, when you are success, there are somebody is failure. Yeah. Somebody is getting into the failure, no? When you success, somebody is losing. Okay. Erinnere dich, wann immer du einen Erfolg hast, hat jemand anderes einen Misserfolg. Therefore, we always think about that person who is losing. What will be his mental or emotional condition? Und deswegen sollten wir immer über die Person nachdenken, die gerade verliert. Wie wird seine mentale oder emotionale, wie wird sein oder ihr Zustand sein? Then, even when I lose, I don't care. Und dann, das ist genau der Punkt, selbst wenn ich das Gefühl habe zu verlieren oder wenn ich an diesem verlierenden Ende bin, dann wird es mich nicht sorgen. Every game, there is a loser and gainer. Und in jedem Spiel, da ist ein Verlierer und ein Gewinner. Sometimes I may be in success side, sometimes I may be in the loser side. Ja, manchmal bin ich auf der Seite des Gewinners, manchmal bin ich auf der Seite des Verlierers. It is very important how you are going to handle when you lose, not when you succeed. Und es ist vielmehr sehr, sehr wichtig, wie du damit umgehst und wie du dich verhältst in dem Moment, wenn du verlierst. Das ist weniger wichtig in dem Moment, in dem du gewinnst. Therefore, I have to really aware that there are certain times in my life I will be in the loser's side. Und so muss ich mir immer bewusst sein, dass es bestimmte Zeiten in meinem Leben gibt oder geben wird, wo ich auf der Seite des Verlierers oder der Verliererin sein werde. Even if I'm a king. Selbst wenn ich ein König bin. Our king, he entered into the old age. Na, seht ihr, ich habe gerade die Geschichte erzählt von diesem König und der ist auch in dieses Lebensstadium des Alters eingetreten. Being a king, he never thought that turmoil of the old age. Ja, sogar er, obwohl er ein König war, er hat in seinem Leben sonst nie drüber nachgedacht, über diese ganzen Unwägbarkeiten dieses Älterwerdens. Then, one day, physician came and examined the king. Und einmal ist ein, ist das ein Physiotherapeut? Ein Arzt. Okay, also ein Arzt ist gekommen und hat den König untersucht. Then the physician said, you may live maximum 41 days. Und dann hat der Arzt gesagt, du wirst maximal 41 Tage zu leben haben. After 41 days, definitely, within the 41 days, definitely you will give up this body. Definitiv, innerhalb von 41 Tagen wirst du diesen physischen Körper verlieren. Meaning, he will die, understand? Das bedeutet so viel wie, er wird sterben. When this king heard, his heart broke. Und als der König das gehört hatte, brach sein Herz. Because he thought, I will be here forever. Weil er gedacht hatte, ich werde hier für immer sein. This kind of thinking is illogical. Und diese Art des Denkens, die ist nicht logisch. It is not logical. Ja, es ist nicht logisch. With the body, how long I can live? Wie lange kann ich leben mit einem Körper? There is a certain period, maximum 100 years I can. Ja, es gibt so eine Zeitspanne, wahrscheinlich maximal 100 Jahre kann ich leben. Therefore, I want to be with this body forever is illegitimate. It's not legitimate. Ja, und so ist diese Idee, diese Vorstellung, mit einem physischen Körper für immer zu sein, nicht legitimierbar, also umsetzbar. Therefore, the king was really in pain now. Und jetzt war der König wirklich im Schmerz. Now he called his fourth wife. Und so ist er dann zu seiner vierten Frau gegangen. Asked her, when I die and go, will you come along with me? Hat sie gefragt, wenn ich gehe und sterbe, wirst du dann mit mir kommen? She said, unfortunately, I cannot come
all the way to you. Dann hat sie gesagt, ja, es tut mir leid, es ist leider so, dass ich nicht den ganzen Weg mit dir gehen kann. I can follow you up to the funeral bed. Ja, ich kann dir auf jeden Fall bis zum Sterbebett folgen. The king was very sad. Und der Körper war, der König war sehr traurig. Because he was all his life, he was more exposed, more connected to his fourth wife. Ja, weil er sich sein ganzes Leben mehr mit dieser vierten Frau in Verbindung gefühlt hatte. At this crucial moment, she said, I am not able to come all the way with you. Aber in diesem ganz entscheidenden Moment hat sie gesagt, ich bin nicht fähig, den ganzen Weg mit dir zu gehen. No, he thought, let me ask my third wife. Hat er gedacht, okay, dann kann ich ja meine dritte Frau fragen. The king called the third wife. Und so hat der König die dritte Frau angerufen und ist dahin gegangen. At the same question. Und er hat die gleiche Frage gestellt. I am going to die. Ich werde sterben. When I die, will you come along with me? Wenn ich sterbe, wirst du dann mit mir gehen. And she said, unfortunately, I will not be able to come all the way with you. Dann sagte sie, nein, es tut mir leid, ich kann nicht den ganzen Weg mit dir gehen. I can follow you only up to the funeral ground. Ich kann dir nur bis zum Verbrennungsplatz folgen. After that, I will not be able to follow you. Also danach, weiter kann ich dir nicht folgen. The king was really sad now. Der König war jetzt sehr traurig. The third also left him. Ja, auch die dritte hat ihn verlassen. Then he remembered he has the second wife. Und dann hat er sich erinnert, er hat ja noch eine zweite Frau. The second he called the second wife. Und so hat er seine zweite Frau gerufen. Asked the same question. Hat er die gleiche Frage gestellt? I am going to die. Ich werde sterben. When I die, wenn ich sterbe, will you come along with me? Wirst du mit mir gehen? She was for some time. She maintained silent. Und für eine gewisse Zeit blieb sie ruhig. After 2 minutes, she broke the silence. Und nach 2 Minuten hat sie das Schweigen gebrochen. She drew the courage. Ja, und sie hatte so diesen Mut gesammelt. And told the king. Und hat dem König gesagt. All my life, I never said a lie. In meinem ganzen Leben habe ich niemals eine Lüge gesprochen. At this crucial moment, I don't think I want to deviate from it. Und in diesem so wichtigen Moment denke ich, dass ich nicht davon abweichen will. I want to be a truthful lady. Ich möchte wirklich jemand sein, der weiter die Wahrheit spricht. Therefore, I want to tell you. Von daher möchte ich dir sagen. The moment you leave the body. In dem Moment, in dem du den Körper verlässt, I go along with another person. Dann werde ich mit einer anderen Person zusammenkommen. The moment the king heard this, his heart has already broken. Und in dem Moment, in dem der König das hörte, war sein Herz gebrochen. For some time he could not think. Und er konnte für eine gewisse Zeit nicht denken. When he came into the conscience, normalcy, und als er sich dann wieder normalisierte, he vaguely remembered he had one more wife. Dann hat er sich so gerade noch mal dran erinnert, so ganz vage, dass er noch eine Frau hatte. He never remembered during his lifetime. Er hat sich daran, während seines ganzen Lebens, nicht daran erinnert. Still he thought, it is my wife. I have the right to call her. Und doch hat er gedacht, es ist meine Frau und ich habe das Recht, sie jetzt zu rufen. With a lot of hesitation. Und mit sehr viel Zurückhaltung. With a lot of difficulties. Mit sehr viel Schwierigkeiten. He called her. Hat er sie angerufen oder ist zu ihr gegangen. She came with a very silently, quietly to her husband. Und sie ist so ganz ruhig und so ganz still zu ihrem Ehemann gegangen. Now she's standing in front of him. Jetzt stand sie so vor ihm. Then he said, look,
It's not I deliberately ignore you during the lifetime. Er sagte, du, es ist nicht so, dass ich dich absichtlich während meines Lebens ignoriert habe. There was an occasion where I could connect with you. Aber es gab keine Gelegenheit, wo ich mich so mit dir so verbinden konnte. Now I want to ask you a favor. Aber jetzt möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Look, I'm going to die now. Schau, ich werde jetzt sterben. When I die, will you come along with me? Wenn ich sterbe, wirst du dann mit mir gehen. She said, I was always with you, but you never remembered me. Dann sagte sie, ich war immer mit dir, aber du hast dich nie an mich erinnert. As a wife, it is my duty to follow you. Aber als Frau ist es meine Pflicht, dir zu folgen. Als deine Frau ist es meine Pflicht, dir zu folgen. Whether you ask me or not, definitely I am going to follow you all the way. Und ob du mich fragst oder nicht danach fragst, ich werde dir auf jeden Fall den ganzen Weg folgen. I hope you all enjoyed this story. Ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen. Don't stop here. Aber hört hier nicht auf. The story is our story. Und die Geschichte, worum geht es hier? Die Geschichte ist unsere Geschichte. If you are a man, you have four wives. Wenn du ein Mann bist, hast du vier Frauen. If you are a woman, you have four husbands. Und wenn du eine Frau bist, hast du vier Ehemänner. No. Who is this four wives and four husbands? Also wer sind die jetzt, diese vier Frauen und diese vier Männer? Look, this king was, I am the king or queen. Seht ihr, der König, also ich bin jetzt hier der König oder auch die Königin, kann man sagen, König, ich bin hier die König, Königin. If you are a man, you are a queen, you are a king, if you are a woman, you are a queen. Ja, also wenn du ein Mann bist, dann kannst du dich vorstellen als König und wenn du eine Frau bist, die Königin. What the king did during his whole lifetime, he was always with his fourth wife. Was der König gemacht hat, ist, dass er während seiner Lebenszeit immer mit seiner vierten Frau war. He was pampered by the fourth wife. Ja, er wurde so versorgt und umsorgt von seiner vierten Frau. The fourth wife is nothing but our own body. Und die vierte Frau ist nichts anderes als unser eigener physischer Körper. Understand? We are always with our body. Versteht ihr? Wir sind immer mit unserem Körper. You think I'm beautiful. I'm healthy, I have a lot of capacity, we're really proud about our body. Wir denken, wir sind schön, wir haben viele Fähigkeiten und so weiter. Wir sind immer sehr stolz auf unseren physischen Körper. This body will follow you up to the funeral bed. Aber dieser Körper wird dir nur folgen bis zum Sterbebett. Versteht ihr? If we are not able to do everything with ourselves, we used to get the help from other people. Und wenn wir nicht fähig sind, die Dinge alleine zu regeln, dann bekommen wir die Hilfe von anderen. This other people is called our third wife or third husband. Und diese dritte Frau wird genannt eben unsere dritte Frau oder unser dritter Ehemann. Our relatives, let's put it, our all relatives. Whoever related to me, the relative is called third wife or third husband. Oder eben unsere Verwandten oder alle, die zu uns eine Beziehung haben oder wir zu ihnen eine Beziehung. Das wird dann dritter Mann oder dritte Frau genannt. The moment you leave this body, und in dem Moment, in dem du den physischen Körper verlässt, they all are sad. Sind sie alle traurig. But they can follow up to the funeral. Aber sie können dir nur folgen bis zum Verbrennungsplatz. They will be very sad. After 2 days they forget you. Sie werden sehr traurig sein, aber nach 2 Tagen werden sie dich vergessen. It is not their problem, understand? Das ist nämlich nicht ihr Problem. That's a nature. Das ist die Natur. That is the universal law. Das ist das universelle Gesetz. That is what it is world, understand? Das ist das, was die Welt ist. Therefore, they come up to the funeral ground. Das heißt, sie kommen nur bis zum Verbrennungsplatz.
Then there was a third, a second wife. Aber es gibt noch eine zweite Frau oder eine zweiter Mann, ein dritter Mann. What she said? Ein zweiter. She said, the moment you leave, I go to another person. Und die hat dann gesagt, also im Moment, in dem Moment, wo du gehst, werde ich zu einer anderen Person gehen. Now you can imagine who she will be. Und dann kannst du dir vielleicht vorstellen, mit wem sie dann sein wird. Nothing but all our wealth we earn during our lifetime. Na, nichts anderes als der ganze Wohlstand, all das, was wir besitzen während unserer Lebenszeit. See now? Ist das nicht so? The moment you breathe your last inhalation or exhalation, most of the time exhalation, okay? Last exhalation, it gone to other person. You thought it is yours. Gone. All the money will go to other person. Also ist das nicht so in dem Moment deines letzten Atemzuges, der Einatmen oder der Ausatmen? In meisten Fällen wird es wahrscheinlich der Ausatmen sein und all deiner Wohl, dein Wohlstand, dein Geld zu einer anderen Person gehen. Ist es nicht so? Things gone. Versteht ihr? Es ist einfach weg. You cannot take anything with you. Understand? Verstehst du? Du kannst nichts mit dir nehmen. Therefore, everything will go to other person. Und deswegen wird alles, mit alles, was du besitzt, zu einer anderen Person gehen. The second wife is called the all our wealth. Ja, und die zweite Frau wird genannt unser ganzer Wohlstand. Who is the first wife? Und wer ist jetzt die erste Frau? First wife is called Dharma. Die erste Person wird Dharma genannt. Values. Werte. Most of the people never care about it. Und die meisten Menschen, die sorgen sich darüber nicht, also die kümmern sich darüber überhaupt nicht, denen ist das vollkommen egal. All our karma phala. All unser result of the action. Phala, das heißt das Ergebnis unserer Handlungen. All put together is called first wife. Und alles zusammengenommen, also das Ergebnis unserer Handlung, wird erste Frau genannt. Most of the time we never look upon it. Und die meiste Zeit unseres Lebens schauen wir da niemals drauf. Therefore, that will be there. The dharma, the karma phala, result of action, will be there all the way. Wherever I go, it will follow me. Und das ist das, was immer mit mir sein wird. Egal wo ich hingehe, wo auch immer ich hingehe, wird dieses karma phala immer bei mir sein. Therefore, the story is telling. Und so sagt diese Geschichte, take care of every moment of your life. Pass auf jeden Moment deines Lebens auf. Never forget the first wife or first husband. Vergesse niemals die erste Frau oder den ersten Ehemann. The first wife or first husband definitely follow you all the way. Denn die erste Frau oder der erste Mann wird definitiv überall hin folgen. Okay, this is a story. You can remember the story. Das ist eine Geschichte und die könnt ihr euch merken. Because if I tell other way, you won't remember. Yeah? Seht ihr, wenn ich es jetzt anders gesagt hätte, dann hättet ihr euch das nicht merken können. Shortly, you can remember King and four wife. In Kürze kannst du dich einfach daran erinnern, König und vier Frauen. Also remember body, relative, wealth. And Dharma. Und erinnere dich, einerseits der physische Körper, die Verwandten, also die Beziehungen, das Geld und das Dharma. It's very important as a human being when I live on this planet. Das ist sehr wichtig als menschliches Wesen, wenn ich auf diesem Planeten lebe. I have a lot of responsibility. Da habe ich sehr viel Verantwortlichkeiten. I should not be a person who always demand. Ich sollte keine Person sein, die immer wieder etwas erwartet oder von anderen fordert. I also, as person should be a contributor. Ich sollte als Person jemand sein, der oder die etwas zu geben oder einzubringen hat. I should contribute to the harmony of the world. Ich sollte etwas beitragen zur Harmonie der Welt. Then only I can have inner harmony. Und nur wenn ich etwas beitrage zur Harmonie der Welt, kann ich innere Harmonie haben. Spirituality means nothing but this. Und das
Und Spiritualität bedeutet nichts anderes als das. It is not something away from your life. It is our life. Es ist nichts, was irgendwie weg ist von unserem Leben, sondern es ist selbst unser Leben. When I lead a conscious life, wenn ich ein bewusstes Leben führe, when I respect my surrounding, wenn ich meine Umgebung respektiere, when I respect all the earthling. Earthling means whoever come along with me. How much right I have lived here, same right has God. Other beings also to live on this planet. Ja, ich sollte alle Erdlinge, also alle, die mit mir hier da sind, genauso respektieren, denn jeder, der mir begegnet, jeder, der da ist, genauso viel Recht hat, auf dieser Erde zu existieren wie ich. This earth is not for me. Diese Erde ist nicht für mich. It is for us. Sie ist für uns. Us means all the living beings. Und uns bedeutet für alle lebenden Wesen. Therefore, toward that, my life should be worship towards that harmony. Und so sollte ich mein Leben in Richtung dieser Harmonie gestalten. Remember this story? Ja, erinnere Namaste. Dich an diese Geschichte. Namaste. Dann kommen wir jetzt zu Om Triambakam, das ist die Nummer 800 im Kirtan-Buch. Sehr schön, wenn da hinten jemand ein Kirtan-Buch gibt. Und auch Swamiji. Denn Swamiji lernt Deutsch. Ja, das üben wir hier schon seit ein paar Tagen. Wir rezitieren jetzt die Nummer 800, das Om Triambakam für Gesundheit, Liebe, Heilung, Freude. Du kannst das Om Triambakam zu dir selbst und gleichzeitig zu allen anderen schicken. Wir wollen das auch besonders schicken an die kleine Helene, die Tochter von Chitra, die heute ihren ersten Geburtstag feiert. Und dann nach der Nummer 800 singen wir die Nummer 801, die Friedensgebete, und die Nummer 802, das allumfassende Gebet, beschrieben von Swami Shivananda, kommen danach zum Arati, der Lichtzeremonie. Oh. Yajamahe sukante pushti vatana Purvar kamiva vantana Mrityor muksiyama mrithat Om Triambakam Yajamahe sukante pushti vatana Purvar kamiva vantana Mrityor muksiyama mrithat Om Triambakam Yajamahe Sukantim Pushtivadanam Purvarukamiva Vantanam Mrityor Muksiyamam Ritat Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarve Sham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukham Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Mritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate Om Shanti 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 Om Frieden 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 O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, groß dir in Demut gebeugt, sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit, allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend, im Innern aller Wesen wohnst du, gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt,
Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Legen uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in allen Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in allen Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben, alle Zeit. Om Bulu Sadguru Shivananda Maharaj Ki. Om Savasantana Ki. Wir stehen auf zum Arati. Nummer 804, danach die Nummer 805. Jaya Jaya Rati Vigna Vinayaka Vigna Vinayaka Sriya Nisha Jaya Jaya Rati Subramanya Subramanya Kartikeya Jaya Jaya Rati Vinu Gopala Vinu Gopala, Vinu Lola, Papa Vinura, Namanita Chora, Jaya Jaya Rati, Venkata Ramana, Venkata Ramana, Sankata Ramana, Sita Rama, Ravi Shyama, Jaya Jaya Rati, Gauri Manohara, Gauri Manohara, Bhavani Shankara, Sarva Sadashiva, Uma Maheshwara, Jaya Jaya Rati, Raja Rajeshwari, Raja Rajeshwari, Tripura Sundari, Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali, Mahashakti, Jaya Jaya Rati Anjaneya Anjaneya Hanumanta Jaya Jaya Rati Dattatreya Dattatreya Trimurti Avatara Jaya Jaya Rati Avijaya Avijaya Bhaskaraya Jaya Jaya Rati Shanishwaraya Shanisharaya Bhaskaraya Jaya Jaya Rati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jaya Jaya Rati Satguru Nata Satguru Nata Shivananda Jaya Jaya Rati Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave, Jaya Jaya Rati, Mohammed Gurave, Lause Gurave, Samasta Guru Namaha, Jaya Jaya Rati, Venu Gopala. Könnt euch alle das Licht drüber streichen? Swami va mata chapita swami va swami va bandhu shasaka swami va swami va vidya swami va swami va swami va sarvam mama deva deva kaye Vacha manasendriyava Bodhyatmanava prakriti svabhava Karomi adhya sakalam barasmai Narayanaye tisana prayami Sarvadaram parishacha mamikam sharanam vacha Aham tva sarva pavityo
Kannst du es nochmal ranzoomen? Dann gibt es jetzt noch Prasad. Wenn ihr zu Hause ein bisschen Prasad aufgeschnitten habt, dann könnt ihr euch da jetzt auch etwas nehmen. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank dafür, dass ihr heute Abend hier bei uns wart, reingeschaut habt, mitgemacht habt. Ja, vielen herzlichen Dank auch all den Sevakas, die heute hier mitmusiziert haben, auch ansonsten hinter den Kulissen mitgesungen haben, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das heute Abend hier so funktionieren konnte. Und ich möchte euch alle auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir ja ein großes Angebot an neuen Online-, Live-Online-Seminaren haben bei Yoga Vidya. Und da seid ihr natürlich auch herzlichst eingeladen, teilzunehmen. Die sind auch sehr, sehr preisgünstig, etwa die Hälfte des normalen Seminarpreises. Und von der Qualität auf jeden Fall mindestens genauso gut wie die Seminare im Ashram. Ja, mit Satsang, mit Yogastunden, mit Vorträgen. Also am Tagesablauf ändert sich da gar nichts, nur dass ihr von zu Hause aus all diesen wunderbaren, bei diesen Online-Seminaren aus mitmachen könnt, euch dort einloggen könnt. Ihr könnt dazu auf unsere Yoga-Vidya-Startseite schauen, www.yoga-vidya.de. Unter dem Menüpunkt Seminare, da findet ihr unter Ort und dann, wenn ihr dann den Ort anklickt, live, online, ist leider ein bisschen schwierig zu finden, aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal auf unserer Startseite. Da haben wir eine ganze Reihe und eine ganze Reihe von diesen Seminaren wird auch tatsächlich hier von diesem Raum aus gesendet. Der ist auch schon so aufgeladen mit Yogakraft und mit Meditationskraft, Satsangkraft. Und da möchte ich euch nur ermutigen, dabei zu sein. So beginnt am Sonntag. Also genau genommen morgen am 12.04. eine Yoga-Ferienwoche, die auch von hier aus größtenteils gesendet werden wird. Dann haben wir auch ab morgen eine Entspannungskursleiterausbildung. Dann beginnt auch eine 9-Tage-Weiterbildung. Bhakti-Yoga mit Sitaram. Ich meine, das ist auch ab morgen Abend. Dann wird von Bad Meinberg aus gesendet. Und da gibt es noch so viel anderes mehr. Yin-Yoga und Yoga-Nidra und Yoga-Lehrer-Vorbereitung. Und also großartiges Angebot. Und ja, da seid ihr eingeladen mitzumachen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und bleibt gesund, ganz viel Inspiration, alles Gute. Om, 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 Om Shanti.